Der Markt ist im Pausemodus aktuell. Ein bisschen mal durchschnaufen ist angesagt. Aber die gute Nachricht, es ist wirklich etwas, was nach Korrektur aussieht. Wir sehen das hier beim Nasdaq, ein ganz empfindliches Gewächs aktuell. Und wir sehen, es ist definitiv kein Vortrieb aktuell, aber wir haben auch keine Abwärtsdynamik im Moment. Nicht jetzt hier an dem kurzen Ende hier mal ganz orientieren, aber insgesamt ist das, was wir hier in der Pause haben, eben etwas, was sehr, sehr vorsichtig noch aussieht, also eben noch nicht wirklich die Dynamik nach unten eben zeigt. Das Schicke ist, das Gleiche ist beim S&P 500 ganz wichtig. Was macht der breite Markt? Auch der ist im Moment im Pausenmodus. Vortrieb ist nicht mehr gegeben, aber das, was wir hier sehen, ist eben etwas, was alles andere als eine Abwärtsdynamik widerspiegelt. Und das gibt die Hoffnung, dass das, was wir jetzt hier gerade sehen, eben eine Korrektur ist, die anschließend irgendwann, das muss jetzt nicht sofort so sein, wie ich das hier eingezeichnet habe, Hüstel, Hüstel, sondern das ist durchaus denkbar, dass das noch ein bisschen weitergeht. Aber solange das jetzt nicht echte Dynamik bekommt, das heißt irgendwann mal so aussieht und dann, wir haben ja immer noch den zweiten Teil, so beantwortet wird, ist die Welt ja noch in Ordnung. Also gute Voraussetzungen von der Front. Offensichtlich gab es nicht genügend Input von der EZB, als dass der Markt wahnsinnig hätte sich bewegen müssen. Das ist das Gleiche beim DAX. Also wir haben hier auch zu Pressekonferenzzeiten nicht wirklich einen Einfluss gehabt. Es war zumindest mal die Chance, im amerikanischen Markt ist das noch weniger der Fall gewesen. Also von der Seite aus gar kein großer Druck, der da im Markt im Moment lastet. Ein bisschen was hier beim Euro ist zu sehen. Und dass der Kurs jetzt ein wenig runterkommt, aber wer will es ihm verdenken? Wir sind in der Aufwärtsbewegung, auch der darf mal eine Abwärtsbewegung haben. Das ist alles noch gar kein Problem. Ebenfalls abwärts ist Gold gegangen. Wir waren gestern im Trade des Tages, da haben wir eine Goldidee angezeigt. Die ist allerdings schon ins Ziel gelaufen. Also insofern ist das Thema pünktlich abgefrühstückt worden mit unserer Gewinnmitnahme da oben. Das ist also kein Thema mehr. Aber wenn der Kurs, der ja hier, das war eine zweite Variante, die haben wir jetzt nicht so konkret vorgestellt in dem gestrigen Trade des Tages, aber ist natürlich auch eine klassische Variante, dass der Kurs hier weiterläuft, idealerweise bis 100%. Das hat er nicht ganz geschafft. Er ist nur bis 75, sagen wir mal, circa gelaufen und kommt jetzt hier runter, auch positiv mit Nachziehstopp. Das ist alles nicht das Thema. Aber wenn jetzt, und ja, während ich das Video mache, ist hier die Überschneidung und das macht die positive Seite bei Gold vorläufig erstmal kaputt. Bis dahin hätte ich mir noch sehr gut auch vorstellen können, dass Pustekuchen 100%, dass er vielleicht sowas macht. Aber spätestens jetzt, wo wir sehen, dass dieser Rücksetzer und dieser Rücksetzer kursüberschneidend sind, muss man sich die Frage stellen, Moment mal, sollte das nicht idealerweise in einem echten bullischen Markt überlappungsfrei sein? Das haben wir nicht. Vielleicht ist das doch vorläufig nur eine ABC und doch nochmal eine Abwärtsseite nach unten. Klar, der Chart ist da kein verlässlicher Partner im Sinne von, jetzt ist die Welt ganz klar, aber man muss sich ernsthaft die Frage stellen, wenn wirklich der Markt so bullisch ist, wie man das vielleicht vermuten würde in diesem Ablauf hier, zumindest mal hier seit dieser Unterstützungszone hier beispielsweise, dann die Frage, warum knicken die Käufer so weit wieder ein oder warum kriegen die Bären nochmal so viel Macht? Also wir sehen, da scheint das letzte Wort noch nicht wirklich gesprochen. Wir gucken uns das natürlich genauer an, wenn wir dir eine Chance sehen für einen neuen Trade. Natürlich nicht nur bei Gold, gar keine Frage. Es gibt ja auch noch andere Märkte, die sich anzugucken lohnen. Die Indizes haben wir angesprochen, die Währungen ebenfalls. Also wenn wir irgendwo was sehen, was wir unbedingt euch zeigen wollen, dann werden wir im Trade des Tages, so wie wir das hier gemacht haben mit den ganz konkreten Marken, euch das ankündigen. Dann müsst ihr euch nur anmelden, damit ihr auch Informationen dazu kriegt, denn das kann mal sein, dass das so eine Uhrzeit ist, wo ihr vielleicht gerade nicht drauf guckt und es ist gut, wenn man eine kurze Info bekommt. Infos bekommt ihr auch bei Born for Trading, wenn ihr euch dort anmeldet, habt ihr die Möglichkeit, immer wieder auch mal Nachrichten auf Smartphone zu bekommen. Schaut euch das mal an, ob das was für euch ist. Testet das Ganze ruhig mal kostenfrei und dann könnt ihr ja sehen, inwieweit die Märkte da mitspielen und uns was Spannendes liefern. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.